Vitalik Buterin übt Kritik am DeFi-Sektor. Der Ethereum-Gründer Buterin findet keinen Gefallen an den Praktiken im DeFi-Space. Er wünscht sich nachhaltigere Anwendungsfälle und die Besinnung auf ursprüngliche Prinzipien. Buterin kritisierte die Herkunft vieler DeFi-Renditen, die oft auf Ponzi-Nomics-Strukturen basieren. Er forderte, dass DeFi-Renditen auf externen Quellen basieren sollten, anstatt sich auf interne Marktdynamiken zu verlassen. Der DeFi-Markt beißt sich laut Buterin oft selbst in den Schwanz. Seine kritischen Aussagen sorgten für Frust innerhalb der Ethereum- und DeFi-Community. Kane Warwick von Synthetix warf Buterin vor, die Bedeutung von DeFi zu unterschätzen. Trotz Kritik erlebt der DeFi-Sektor einen Aufschwung. Ethereum bleibt jedoch im aktuellen Zyklus ein Underperformer. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.